Hallo meine lieben Erzgrängel, Erzgrängelinnen und Erzgrängelinen oder wie auch immer. Wir spielen jetzt weiter StarCraft 2 Wings of Liberty, die Menschenkampagne. Gucken wir direkt mal auf die Sternkarte und holen uns den nächsten Auftrag. Agria, da haben wir schon einmal Nein zugesagt. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, bitte helfen Sie uns. Ja, Agria, da kriegen wir 100.000, drei Zergforschung und halt den Feuerfresser. Und dann gucken wir mal, was uns auf Redstone erwartet. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Schwere Entscheidung. Agria, die haben wir ja schon mal hingehalten. Ich würde gerne der Dr. Ariel Hansen helfen. Und hier kriegen wir Gabriel Tosch. Zumindest lernen wir ihn kennen. 110. Ja. Wir haben die Dr. Ariel schon einmal hinhalten müssen. Deswegen würde ich sagen, geben wir uns diese Mission. Hauen wir rein. Auf geht's. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zerg sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Die Evakuierung. Dum, dum, da, dum, dum. Erreichen Sie Dr. Hansens Siedlung. Das sollte wahrscheinlich nicht. Ich habe uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Warte mal, da sehe ich was. Was sehen meine entzündeten Augen? Ja, die Feuerfresser sind halt perfekt für die Särklinge. Weil die burnen die einfach so weg. Burn, burn, baby, burn. Ja, was sehe ich denn da? Lohnt sich hier immer links und rechts ein bisschen ein Auge drauf zu haben? Hier ist doch bestimmt auch was. Das schmecke ich doch schon, oder nicht? Was ist das? Behausung? Ich kann es nicht sein lassen. Nix dahinter. Nix davor und nix dahinter. So, wir haben die Hansen-Siedlung erreicht. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Und wie immer, Steuerung 1 ist unsere Armee. Steuerung 2 immer das hier. Und wir sollen ja auf die Feuerfresser gehen. Deswegen mache ich erstmal einen Heiler. Ich habe mich verklickt, ist egal. Heiler kann man auch immer gebrauchen. Weil die Feuerfresser in Kombination mit den Heilern, das ist schon eine dicke Sache. Versorgung sieht bescheiden aus. Müssen wir, sobald wir Kohle haben,
ein neues Versorgungsdepot bauen. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Okay, ich hab's verstanden. Rainer, ich hab's tatsächlich verstanden. Der erste Konvoi wird demnächst Lark's Crossing verlassen. Das heißt, wir müssen uns ganz schnell vorbereiten. Da ist der... Oh, wir haben nur zwei Feuerfresser. Okay, wann geht's los? Eskortieren Sie Kolonisten zu den Kolonieschiffen. Kolonisten zu den Kolonieschiffen, das kriegen wir hin. Aber ehrlich, das kriegen wir immer hin. Wir sind halt tough. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir immer weiter bauen und auch immer Ressourcen reinkriegen. Und Feuerfresser kosten uns Gas. Wie viel? 25. Wir können noch 3 Stück bauen. Und in dieser Mission müssen wir auf die Feuerfresser setzen. Und deswegen machen wir das auch. Mein Kopf schwebt hier über dem... Nicht anhalten! Für nichts und niemand! Natürlich nicht! Okay, es geht los. Spannend. Soll ich schon mal vorgehen? So ein bisschen. Und gucken, was Sache ist. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Ach, wenigstens wir können ja die hier diese super Warpicks machen. Zu, da freue ich mich auch schon drauf. Ah, und wie? Also wir brauchen jetzt erstmal Versorgung. Ja, jetzt sind wir erstmal getrappt. Oh, oh. Rechts und links alles abklappern, was geht. Oh, guckt euch das an. Bevor ich hier großartig Erkundungen mache, würde ich erstmal den Transporter hier weiter begleiten. Oh, da geht's los. Ich hab mich aufgepasst. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Wir beschützen erstmal den Konvoi. Das ist ganz wichtig. Was ist das? Sehr Kokon. Ja, das hätten wir geschafft, ne? Da muss ich mal ein bisschen was weiter bauen. 3 Stück da rein. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Mindestens noch 2 Kasernen, damit das hier richtig gut abgeht. 1, 2. Und hier raushauen, da raushauen. Hinten raushauen, überall raus sein. Mein Gott. Wir hauen raus, was geht. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Auf jeden Fall brauche ich was auch in die Luft schießen kann, weil diese, wie heißen die, die Overlords, die gehen mir auch ein bisschen auf den Sack. Ja, du baust mir hier einen weiteren, naja, sehr, sehr gut. Ach ja, Forschung. Kriegst du ein Forschungsgebäude hin, hier den Maschinendock.
Der Doktor für die Maschinen. Ja. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Tech-Labor dran bauen und hier alle auf die Steuerung 2. Naja, nicht auf den drauf, sondern immer hier starten. Und wir sollen ja am besten hier die Feuerviecher machen. Aber wir müssen noch die Kokon-DNS finden. Das wird alles sehr, sehr spannend. Was mache ich da? Einer zu. Da sind zu viele drauf. So, jetzt das hat sich das normalisiert. Und da brauchen wir auch Gas. Holst du das? Gehst aber danach hier weiter abbauen. Das eine ist fertig. Gut, ich brauche Kohle. Auf zum Raumhafen! Los, Bewegung! So ein paar Marodeure würde ich gerne reinmischen, weil die sind auch nicht verkehrt. Und was Gas angeht, sind die billiger. Ah! Habe ich ja gar nicht gesehen. Ihr seid jetzt wieder die neue Armee 1, weil ihr... Was? Ich mache mal hier die Feuerfresser rein. Dann mache ich auf 1 Gas, Steuerung 1. Und gehe mal erstmal den Konvoi begleiten. Ja? Erstmal den Konvoi begleiten. Was? Nein! Meine Bunker! Ich muss echt mal Marines reinbauen. Und natürlich nicht vergessen, Versorgung auszubauen. Ja. Das kriegen wir schon hin, glaub mir. Ich kenne mich da aus. Dann hier noch 1, 2. Da kommen die sehr. Jetzt die können nicht so weit schießen. Aber sind halt super gegen diese scheiß Särken, ne? Wir müssen Scheiß, Alter. Das Einzige, was wir müssen, ist... Entschuldigung, Wortwahl. Ich gebe es zu. Wir brauchen wieder Versorgung. Wie viel haben wir denn schon gerettet? Schon einige. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Supply, sonst geht hier gar nichts mehr. Aber ich habe jetzt eine richtig fette Armee, die sich mal ein bisschen hier umgucken kann. Wir suchen ja noch immer die Kokons. Da geht es nicht weiter. Wo könntet ihr nur sein, ihr lieben Kokons? Ah, was ist denn hier? Oh, das ist definitiv zu viel, zu viel, zu viel. Zurück. Da kann kein Kokon sein, nicht auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ah, okay. Wo könnte denn? Hier ging es auch noch rein. Da gucken wir mal hin.
In der Zwischenzeit brauchen wir eine zweite Armee. Commander, ist auf dem ein Weg. Weiterer Konvoi macht sich gleich auf den Weg. Wir sind dabei, Baby. Alles unter Kontrolle. Aha. Oh, die ist aber mächtig geschrumpft, diese Armee. Und hier sieht es wieder zu fett aus. Ne, das kann nicht sein. Trotzdem brauchen wir diese Konkurrenz. Aha. Oh, das ist doch eine schöne neue Armee, würde ich mal sagen. Und die eine Armee, was machen die? Wir gucken uns weiter um. Wir suchen noch diese Kokons. Ressourcen, auch gut. Will mich nicht beschweren. Lass uns hier nicht zurück. Was? Wer? Auch noch Kokons. Wo könnten die letzten Kokons sein? Der letzte. Ich will den Auftrag nicht nochmal machen, nur weil ich die nicht alle gefunden habe. Ihr lauft jetzt erstmal nach da. Und meine neue Armee begleitet den Konvoi. Also dicker geht echt nicht mehr. Oh, den habe ich schlecht platziert. Müssen wir ein bisschen besser platzieren, sonst... Nein, nicht das. Ich will Versorgung, Supply. Die Streitkräfte werden angegriffen. Die Zerg greifen den Konvoi an. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe echt nichts. Bestimmt hier runter. Da gehen wir gleich runter, dann wird er wahrscheinlich der letzte sein. Ja, wieder mal glorreich beschützt. Diesmal können mich diese vermaledeiten Overlords mal. Wir kommen. Gleich wieder Versorgungslimit erreicht. Das muss nicht sein. Da bauen wir wieder nach. Was? Willst du mich flachsen oder was? Wo ist denn hier ein Zerg? Ihr könnt ja schon mal da vorgehen und gucken, was abgeht. Ja. Ei. Immer wieder unaufhaltsam. Das stinkt doch schon nach Berg-DNS. Gierig. Und wo bist du? Ja. Da. Und wir haben's. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Zerg-Organismus in meine Richtung? Das ist jetzt nicht dein Scherz. dein Ernst meine ich, nicht Scherz. Wieso stehst du da rum? Mach doch irgendwas, abbauen oder so. Ich würde sagen, das ein haben weiterer wir auch Konvoi wieder. Benötigt Geleitschutz, Commander.
Die lasse ich hier hin und her laufen. Und du hängst dich mal an den Feuerfresser. Alles gut. So, das ist meine eine Armee. Die brauche ich aber auch nicht mehr so wirklich. Oh. Wie viele gehen dann da immer rein in so einen Konvoi? Immer 10 Stück, ja. Also, wenn es nach mir geht, könnte der Konvoi wieder starten. Ich bin soweit. Ich habe gesagt, ich bin soweit. Losgehen. Meinetwegen. Wow. Machen wir daraus die Armee Nummer 8. Ich glaube, ich bin ein bisschen leicht überpowered. Wir haben alle DNS-Dinger. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen was, den Konvoi beschützen. Sehe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem drin. Wir metzeln einfach alles nieder, so wie immer. Was ist das? Einmal gelandet und schon zerfetzt. Ich lasse die hier auch mal ein bisschen patrouillieren, weil der Auftrag ist schon erledigt. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, wäre, ich penne. Locker flockig. Alter, locker flockig. Das sieht spacey aus. Wir machen weiter. Wir warten nur noch auf den nächsten Konvoi. Dann sind wir bei 40 und dann der letzte Konvoi sind wir bei 50 und dann haben wir. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf die Jungs! Welche Gefahr, mein Freund? Da geht doch gar nichts mehr. Hier wird doch nur gemetzelt. Oh, der ist echt in Gefahr. Wow. Wie viele sind da drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sogar. Quatsch. Und wieder einer weg. Ich glaube, das Maximum Supply ist 200. Das haben wir jetzt mit dem letzten Bunker erfüllt. Dann brauchen wir auch in der Richtung gar nichts mehr machen. Ja, 200 haben wir erfüllt. Warten wir nur auf den letzten Konvoi. Und ich brauche auf jeden Fall noch Marines, weil... Ich mag einen bunten Mix. Weil wenn wir uns mal die Armeen anklicken... Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf sie zubewegen. Was? Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. So, der Grund, warum man die Einheiten mischen sollte. Wir klicken jetzt mal auf diesen Marine. Und da sehen wir, der hat eine Reichweite von 5. Er hier hat eine Reichweite von 2. Und er hier hat eine Reichweite von 6. Das heißt, sie haben unterschiedliche Reichweiten. Alles, was eine kurze Reichweite hat, würde dann nach vorne gehen. Und die mit der langen Reichweite, er hier zum Beispiel, mit 6, würde dann sich vor den Feuerfressern und so weiter. Man braucht auf jeden Fall eine Komposition, würde ich das sagen. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen.
Ich lasse die einfach nur patrouillieren. Ei, vielleicht hätten wir doch auch schwer machen sollen, weil das ist ein bisschen zu easy hier. Für so einen erfahrenen StarCraft-Spieler wie mich. Und wir sind am Supply-Maximum, kann das sein? Da geht doch noch was. Der letzte Konvoi, dann haben wir den Auftrag erledigt. Ah, ich wollte mal über das Intro reden, was ich da gebastelt habe. Das ist ziemlich lustig, oder? Ich wollte gegen keine Urheberrechte verstoßen, deswegen habe ich mir da was ganz Besonderes einfallen lassen. Ich habe einfach so auf den Tisch geklopft und das aufgenommen und dann das Erzengel dann in den Rhythmus halt ein bisschen was machen lassen. Ich finde das sind meine ersten Gehversuche, was GIMP und Da Vinci Resolve angeht. Ist die Straße auch sicher? Ach, schätze, wir werden es herausfinden. Junge, wenn Rainer da ist, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Meine letzte Armee würde ich einfach hier an den Dings hier dran krallen. Dann ja, da kann ja gar nichts mehr schief gehen, echt. Soll ich dich doch noch auf schwer stellen? Der letzte Konvoi, den wir beschützen müssen. Das Blödeste, was passieren könnte, wäre, wenn die jetzt von hier rechts kommen. Bam, 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 alles weg. Wo? Ja. Ah, um noch ein bisschen was von der Spielmechanik zu erklären. Hier, die Zergs machen ja den Boden so, wie soll ich das sagen, so schleimig. Auf dem Boden können die dann richtig schnell laufen, besonders diese Zerglinge. Und diese Zerglinge sind ja super anfällig gegen unsere Feuerfresser, weil die ja Nahkampf sind. Und Bio und Feuer, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Wo? Wir müssen sie retten. Wo werden die angegriffen? ja. Ich finde das einfach nur herrlich, wie easy das ist. Geht mal darüber, macht den Wurm kaputt. Dann nehme ich noch hier ein bisschen an, nee, mach den Wurm kaputt. Alles easy. Ja, der Auftrag ist erledigt. Freue ich mich. Und wir haben den Kolonisten geholfen. Ich hatte eben schon ein schlechtes Gewissen, als wir das nicht gemacht haben. Weil ich lieber auf das Geld geguckt habe. Lieber eine gute Tat. Aber fällt schwer, wenn die Kohle doch so verführerisch ist. Jetzt packt die Viecher aus. Die letzten. Los, abheben. Aber dank Ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Kommandant. Wenn du auch brutal spielst, sieht das wirklich so aus. Ja, normal, ist ein bisschen unterfordert für mich. Aber egal. Schließen Sie die Evakuierung auf schwer ab, ohne ein Gebäude zu verlieren oder wieder zu verwerten. Das Böhrchen habe ich gemacht. Brücke der Hyperion, 15.53 Uhr, Bordzeit. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können?
Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Das war ein kleiner Seitenhieb. Schiffsmesse der Hyperion. 34 Minuten später. Schlag auf Schlag. Ich sag's ja. Jetzt haben wir hier das Labor. Wollen wir direkt mal hingehen? Mach mal. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? Der Kollege heißt Statman, wenn mich das nicht an die 2000 irgendwas erinnert. Bababi, babababa, du arme Statman. Okay, Skatman, Statman ist fast das gleiche. Gucken wir uns mal das Artefakt an. Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Na, spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen. Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffes abzweigen. Dann ist es also teuer und gefährlich, die Dinger an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Und der Zerg-Tank? Zeig uns das mal. Wir fangen von vorne an. Statmans Logbuch Eintrag 2139, 2139 oder 2139, wie ihr auch immer die Jahre wählen wollt. Die geborgene Zerg-Probe wächst noch immer. Ich habe eine Proteinlösung hinzugefügt, war eventuell ein Fehler. Auf zellularer Ebene weist die Probe Stämme aller uns bekannten Zerg-Kreaturen auf, aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alle zu untersuchen, aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultraliskenzelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Sporenkrabblerzelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungserkennungsroutinen gibt. Ach, wissenschaftliches Zeug, immer schwer zu lesen. Sonst können wir hier nichts. Forschungskonsole. Wählen Sie ein Forschungsprojekt. Können wir uns überhaupt was leisten? Ja, wir können hier. Falkenturm. Bestückt alle Bunker mit einem automatisierten Geschütz oder befestigter Bunker. Bunker erhalten 150 Trefferpunkte. Ist schwer. Ich würde aber sagen, dieses Geschütz, weil dann sind die Bunker immer schon bewaffnet, auch wenn wir da nichts drin haben. Ja, das mache ich. Ne? Und kein Mann drin und trotzdem könnte ich schießen. Ist schon was wert. Oder mehr HP. Ich nehme das, damit die immer, wenn ich die baue, direkt losschießen können, ohne eine Armee drin zu haben. Das erforschen wir. Warnen. Der Falkenturm verhindert das Forschungsprojekt befestigter Bunker. Machen wir. Ich habe mich entschieden. Gut, erledigt. Jetzt gehen wir noch die anderen Arsenal. Feuerfresser gucken wir uns mal an. Ui, das will ich aber nicht alles vorlesen. Wir gucken uns einfach nur dieses schöne Gebilde von einem Anzug an. Und gehen wieder raus. Und können wir hier was machen?
Gefechtspanzerung, Feuerfresser erhalten plus 2 Rüstung oder Feuerfresser erhalten 40% zu ihrer Angriffsfläche hinzu. Ist beides geil. Und du, kinetischer Schaum, Marodeure erhalten 25 Trefferpunkte. Ich wollte aber, glaube ich, eher das hier machen. Stabilisator Medipacks, Sanitäter heilen Ziele schneller und effizienter. Das finde ich geil. Wenn ich hier nichts Besseres habe, mache ich das hier drauf. So. Ich hab's gekauft. Video brauchen wir gar nicht mehr gucken. Jetzt in der Schiffsmesse sind wir stehen geblieben. Gucken wir uns erstmal wie immer die Nachrichten an. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Da reden wir nochmal kurz mit den Dykes. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Wer denn? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Ja, das klingt nach Statman. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was es an neuen Söldnern gibt. Wir sind ja neugierig. Die Devil Dogs. Was können die? Truppenstärke 2 Elite-Feuerfresser. Detailwerte plus 60% Trefferpunkte, 25% Schaden. Söldnerquartier 2 Trupps pro Mission. Die nehmen wir aber nicht. Oh, wir können auch mit der Hansen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird es mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Was? Der Imperator hat nichts unternommen? Glaube ich jetzt nicht. Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. So, meine Lieben, der Erzgänger wird langsam müde. Wir haben schon 3.20 Uhr in der Früh. Ah, ich kann nicht mehr. Das heißt, ich mache für heute Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder. Gehabt euch wohl und ciao mit au.